Ich komme aus einem ganz anderen Gewerbe und wollte aber schon immer etwas machen, was grob ist. Ich habe es eigentlich als Kind schon bei meinem Papa gemacht, geschweißt, und das begeistert mich bis heute. Schwerer Stahlbau, viel Schweißen, ist perfekt. Ich habe davor in der Automobilbranche geschafft, habe zwar Teile für einen Motor gebaut, aber die Teile hat man nie gesehen. Ich sehe zig Millionen Autos rumfahren, aber man sieht nie das Teil. Und hier sieht man wirklich, was man nachher geschaffen hat. Ja, das Motto heißt, geht nicht, gibt's nicht. Und es sagt so vieles aus. Also es geht alles und nichts. Geht nicht. Geht nicht. Weil du jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, du hast immer etwas anderes. Immer. Also jemand, der sagt, das ist mir zu eintönig oder das ist nur Schweißen oder, das stimmt nicht. Von zukünftigen Kollegen, ich möchte Leute, die da Lust drauf haben. Wenn ich Lust mitbringe und Engagement, ist hier drin alles möglich. Und das zeigt auch die Palette an Leuten, die wir haben. Wir beherbergen nicht nur Schlosser. Wir haben Automechaniker, wir haben Gärtner, wir haben ehemalige Metzger. Engagement ist hier das Wichtigste. Alles andere bringen wir euch bei. Richtig. Man kann alles lernen, wenn man will. Wenn ich muss will, einfach nur Lust dazu haben. Genau. Ich zum Beispiel, ich habe die Ehre, wenn ich jetzt irgendwas für zu Hause brauche, mir bauen möchte, darf ich das. Und das ist einfach ein ganz großes Privileg, weil es in vielen Firmen nicht mehr gibt. Die ganzen Feiern, die es hier gibt, egal ob es ein Weihnachten ist oder einmal dieser Ausflug jährlich, die Benefits sind einfach vorhanden. Und das Miteinander ist das Wichtige. Eine Hand wäscht die andere, ist zu wenig gesagt. Sondern es ist wirklich ein Füreinander-Dasein. Und bei Weitem auch über die Arbeitsstelle hinaus. Weil ich im Endeffekt nicht nur zu Kollegen komme, sondern mittlerweile auch zu Freunden. Hier sage ich es jetzt am besten. Ich bin einfach wahnsinnig gern herum. Mit den Arbeitskollegen, auch mit den Chefs. Was mir wichtig ist, ist dieses Du und nicht Sie. Das ist für mich im Leben einfach was Wichtiges. Ich war vorher schon in vielen anderen Schlossereien, bin jetzt hier seit 10 Jahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie schöner gearbeitet. Egal, ob es jetzt ein Team ist oder auch die Sachen, die wir da tun. Ja, da hast du recht. Man kann egal mit wem gleich reden, egal ob es der Chef ist, egal ob es der Azubi ist, ein Praktikant, alle reden gleich miteinander. Man fühlt sich gehört, also man merkt einfach, dass das Interesse am Menschen einfach auch da ist.